So Leute, damit wieder ein herzliches Willkommen! Selbst zu meinem Geburtstag muss gestreamt werden. Dementsprechend hätte ich gesagt gehabt, let's go! Let's go, let's go, let's go! Ich bin gespannt, ich bin dementsprechend gespannt. Ich hätte nur gern die eine Mission, gern halt irgendwie... Ich hätte gern vorher schon 50er Hitler. Ich hätte wirklich gern forscht in Einhaber. Ich hätte wirklich gern forscht. Aber dadurch, dass wir eigentlich im Prinzip eh nur die eine Mission haben, beziehungsweise zeigen wir die Karten her, weil wir haben doch, da haben wir noch ein Versteckerl, da haben wir sowieso, da haben wir ein Rufzeichen, da haben wir ein Rufzeichen. Ich Alter, das ist aber leiwand. Das ist aber leiwand. Wo man gleich mal so sieht, Alter, das ist sogar gleich Stufe 1. Perfekt. So für, sofort, aber sofort verfolgen. Das hätte ich mir nicht gedacht. Das hätte ich mir jetzt nicht gedacht. Geil. Sehe ich das auch wenigstens, wo das markiert ist? Wow. Macht Sinn die Markierung, oder? Ah, jetzt haben wir's. Jetzt haben wir's. Es ist nur die Frage, ob das auch wirklich die richtige Markierung ist, Digi. Das ist doch wieder die richtige Markierung. Alles klar. Geht sich jetzt. Naja, nachts sollten wir vielleicht, glaube ich, nicht rausgehen, oder? So. Ich glaube, ich habe Angst. Nee. Probieren wir's wieder. Alter, ich werde so dermaßen Meier gehen. Ist halt aber auch wieder die Frage. Hi. Hi, geh mal besser lieber wieder ab. Ja, genau. Oben sind wir wenigstens ein bisschen mehr geschützt von den ganzen Wichser. Moin, Digi! Servus, grüß dich! Alles klar, alles Paletti, wie geht's denn so? Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Schön, dass du da bist. Dementsprechend muss ich da gleich mal vorbeischauen, Alter. Ich hoffe, dass der auch nachts ansprechbar ist. Hoffen wir es mal zumindest. Beziehungsweise, das ist eigentlich auch schon quasi wieder wie ein kleines Versteckerl von uns. Das glaube ich wieder nichts. Ich glaube, ich suche einen anderen Weg. Hoffe. Das schaffst du, aber das schaffst du! Wenn ich das sag, du schaffst es, ich glaube an die Burle, ich glaube an die. Das glaube ich ja zwar weniger an die, aber. Ich hab's geschafft. Sehr süß, sehr süß. Lieb, wirklich lieb. Danke. Hat er geschafft? Nein, indem ich gesagt habe, ich glaube an ihm, hat er es wenigstens geschafft. Zeig mal hier. Money-mäßig. UV-Leiste passt. Okay, Aufputschmittel, Ausdauer. Vielleicht irgendwas in der Richtung. Die Katz schreit gleich mal. Ich weiß, du brauchst Aufputschmittel, Katz, aber. No, nein, wart noch drauf. Ich geb dir eher was kurz. Aber schauen wir mal. Vielleicht Gift würde ich, Flamme würde ich vielleicht so irgendwas in der Richtung richtig geil gehen. Na, 25. Oh Mann. Achso, das kann man eh noch einmal kaufen, aber zeig mal so die Upgrades. Mir würde es eher so interessieren. Ja, das könnte hinkommen, Alter. Das könnte dort wirklich hinkommen. Bis deppert, spricht das ja auch nicht laut aus. Na, im Endeffekt sind wir wieder nur bei den Ressourcen. Ich würde. Ja, viel haben wir jetzt nicht, aber so eine UV-Leiste ist schon sexy. Ist schon sehr, sehr sexy und das kann extrem gut helfen. So, und du brauchst jetzt irgendwas von mir. Was brauchst denn du, Burli? Was ist hier los? Hallo, ich bin Henkel. Dieser Schüler hier wollte mehr über meine heutige Unterrichtsstunde wissen. Über die Schusswaffen, die in Villador konfisziert wurden. Und was danach passiert ist. Fies, so fies. Er ich bin immer der Jüngste in der Gruppe, wieso? Er will eine Kerze am Ort des Märzmassakers anzünden. Das Märzmassaker? Ja, 64 Menschen sind an dem Tag gestorben. Steppert eh nur. Ein reines Blutbad. Wenn du mehr wissen willst, dann geh hin und schau es dir selbst an. Also das beim Untertitel stand einmal gleich was komplett was anderes. Das hat mir vielleicht sogar besser gefallen. Die Entenjagd, alles klar. Warum kann er nicht? Während der Schulzeit darf niemand das Gebäude verlassen. Kinder sollten nicht allein auf dem Basar herumspazieren. Ich dachte, du machst dir eher Sorgen, dass sie in eine Dark Zone fallen könnten. Ach, die Kids von heute sind zu schlau, um in ein doofes Loch zu fallen. Ich würde auch gerne mal anderswo überleben. Ihnen eine Kerze anzünden, junger Mann? Vielleicht die tritt ja noch extra da so drauf. So, ha, du bist jünger. Ha, wobei die Geschichte immer mies war. Die tritt ja extra da drauf. Ist langweilig, wenn dir jemand darüber Vorträge hält. Faszinierend wird es, wenn du sie selbst anfassen kannst. Anfassen? Ja,
Nimm die Kerze und geh zum Denkmal des Weltkunstkongresses. Oder was davon übrig ist, ist nicht weit weg. Nachts machen sollten, aber ja. Wenn du da bist, du wirst sehen, um was es in meiner Stunde heute ging. Klingt schon mal faszinierend, aber Geschichtestunde. Vielleicht so der Ursprung des Virus? Also, so welche Kleinigkeiten will ich schon mal extrem feiern. Wenn man dann schon mal langsam ins... Der kann nur immer nicht rutschen, oder kann der das? Na, ich glaube, der braucht eine eigene Fähigkeit, damit er rutschen darf. Davor kann das, glaube ich, nicht. Ich glaube, davor kann das nicht, das Rutschen. Wie gesagt, ich soll zwar eigentlich, ehrlich gesagt, nachts da herumspazieren gehen, aber was soll ich tun? Ah, da haben wir einen speziellen, Levant, super. Oh, es geht's aus, Kreis, ich habe extra Kreis gedrückt. Du Bastard. Ernsthaft? Ernst? Really, Diggi? Alter! Ist bei dem scheiß Baum stecken geblieben. Bruder, das kannst du niemandem erzählen. Treibstoffbehälter erkannt. Ich hab gleich einen anderen Behälter für die, Madame. Ich will mal aufpassen, dass ich nicht gleich Vollgas gejagt wird. Es leuchtet. Zu verdächtig, cool, bist deppert. Hoppa! Geht's ja alles aus. Ich geh nur auf Risiko, hab ich das Gefühl. Gefühlt nur auf Risiko. Oh, sehr schön. Welcher Zug sollte mich jetzt gesehen? Wait a minute. Soll ich ihm helfen oder nicht? Oder scheiße auf ihn. Was haben wir da? Au, wahrscheinlich irgend so ein spezieller Haverer. Also war schon viel los. Okay, der hat mich definitiv im Blick. Der hat mich sowas von im Blick, Alter. Geht's ja alles aus. Ist deppert. What? Ja, mit Kreis, alles drüber da. Kommt her, Wichser. Kommt her jetzt. Ihr scheiß Pussys. Na, wie schaut's aus? Komm her da. Scheiß Pussy, Alter. Pussy Move. Na, hallo. Der hat ein bisschen zu lang auf der Sonnenbank gechillt, hä? Ich würde mal sagen, Klassiker. Also nur das? Okay, hätten wir doch gehabt, da gibt es vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, sogar was zu mitnehmen. Daraufhin folgten dann die Aufstände. Die Leute waren außer sich. Wie sollten sie sich und ihre Familien beschützen? Es gab massive Unruhen. Also wurde eine Ausgangssperre verhängt. Und es gab Hausdurchsuchungen, um sicherzugehen, dass niemand irgendwelche Waffen zu Hause versteckte. Die Strafen für die, die sich nicht daran hielten, waren ziemlich hart. Da war jetzt aber noch mehr. Na, da ist eine Tafel. Oh, mit einer Menge Namen drauf. Sind das die Opfer des Massakers? Ja, 64 Namen. Außerhalb der Mauern ging es ziemlich übel zu. Und die Armee brauchte mehr Waffen. Also haben sie die Waffen von den Zivilisten konfisziert. Danach wurde der Besitz von Feuerwaffen und Munition für Privatleute verboten. Aber du, Digi, an deiner Stelle würde ich aber so ein bisschen so die Namensliste so durchgehen. Wäre aber auch richtig geil, wenn das vielleicht sogar die Entwickler wären. Also, Depp hat gesagt, ja, Tote, dieses, jenes, das darf man jetzt in dem Fall da nicht ernst nehmen. Aber es wäre richtig geil, wenn man so in die Liste halt einfach reinpacken würde. So ein paar wichtige Entwickler, die was vielleicht für das Gameplay zu tun gehabt haben. Für das Design, für die Grafik, für die Geschichte und alles drum und dran. Das wäre ja voll geil, das wäre wirklich voll geil. Wenn da vielleicht sogar, oder alte Charaktere vom alten Teil, vielleicht auch noch sogar, vielleicht in Eden oder sonst was. Also ich meine Crane. Ich würde das so dermaßen feiern. Wow, da haben wir gleich perfekt. Willst du das sehen, aber okay, passt. Was ist denn der Scheißbaum so interessant? Leute zu schießen. Ah. Panik brach aus. Danach wurde alles nur noch schlimmer. Die Aufstände eskalieren.
Das war der Anfang vom Ende. Hi! Ich war jetzt eher nicht so auf Knutschen aus, aber ja, okay, also Digi? Ja, ich mach gerne meinen Hinterhalt, Bruder! Okay, kommt gar nicht damit klar. Alles klar. What the fuck, was war das jetzt? Was war das jetzt? Das ist bloß schon wieder so lame überhaupt, nicht? Aber... Der plötzlich brennt, der Haver, und der plötzlich wieder nicht. Ich da bloß überhaupt nicht, oder? Kontrolliert er jetzt den Namen, oder wie ist es? Du meinst also, Pratt hat falsch entschieden, den Menschen die Waffen wegzunehmen. Wer weiß das schon. Aber es ging für niemanden gut aus. Das Ironische daran war, dass die Armee bald keine Munition mehr hatte. Und von jetzt auf gleich waren Feuerwaffen. Ja, auf alle Fälle. Von gestern. Um 15 Uhr gehen wir dann Fett fressen und dann gibt's lauter Sauferei. Aber manche behaupten, und dann gibt's noch eine kleine Homeparty am Schluss. Ein geheimes Munitionslager irgendwo in der Stadt angelegt hat. Aber wenn das stimmt, hat er das Geheimnis mit ins Grab genommen. Also werden wir es wohl nie erfahren. So ist es eben mit der Geschichte. Wir haben fast nie Gewissheit. Es ist keine Mathematik. Ins Hero, das ist ja vielleicht auch wie Edu, vielleicht gibt es ja bei euch in Deutschland. Das ist einfach so, in dem Fall keine Restaurantkette, sondern ein einziges Restaurant. Und es verkauft fast hauptsächlich nur Sushi und Makis und das Ganze. Die Pflicht der Erinnerung. Ich liebe es. Jeder sollte sie praktizieren. Und jetzt lebe wohl, Pilger. Ich hoffe, dieser kleine Ausflug in die Geschichte wird dir ein Licht sein auf deinem Pfad. Ja, war nett. Hat mir gefallen. Hätte gern mehr gehabt. Ich hätte halt wirklich nur so eine kleine Mini-Randnotiz gehabt, wo man weiß, so, Bruder, okay, das sind vielleicht wirklich so die Namen der Entwickler oder so. Das hätte ich extrem gefeiert. So welche Kleinigkeiten hätte ich so dermaßen gefeiert. Ja, muss ja nicht jedes Mal so sein, oder... Das sind halt einfach so ab und zu so kleine Kleinigkeiten im Leben. Na, heute gibt's keine Pfannkuchensuppe. heute nicht. Oder muss ich das... Ah, das muss ich anfertigen. Oxidantienmittel oder was soll ich die Plätze wieder daher kriegen? Das ist lustig. Aber ich würde gern vielleicht eher die Arznei upgraden. Das wär's eher. Das wär's komplett. Aber mal schauen. Na gut, dementsprechend. Ja, schauen wir nochmal auf die Karten. Irgendeine Nebenquest war sogar auch noch am Start. Da gibt es halt wirklich Sushi, Makis, so was die Eierreis, Nudeln, halt einfach asiatisch typisch. Und das ist quasi, da hast du 2-3 Stunden Zeit und kannst dann so viel fressen, wie du möchtest. Also perfekt für mich. Weil, Alter, ich kann fressen, Alter, bist du Gatling, Alter. Du kannst so viel fressen, das ist ein Wahnsinn. Das ist wirklich ein Wahnsinn. Ich würde mir das gerne mal anschauen. Ich würde mir das volle Wäsche gerne mal so anschauen. So ein Windrädchen.